Geht zuerst auf das Standard-Skill-Video ein, Leute, und dann Standard-Skill hat hier ein schönes Video gemacht, Digga. Das ist bei mir schon tatsächlich hier einmal voll angesehen. Ich habe es, wie gesagt, nicht geschaut. Bitte bedenkt, dass meine Cutter auch in meinem Account drin sind und sich gerne Standard-Skill-Videos einfach anschauen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Let's go. Ja, hallo, ich bin Standard-Skill am Start. Heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es wirklich was Besonderes. Einige von euch werden da wahrscheinlich schon mitbekommen haben, Leute. Und zwar ist der Ton asynchron oder bin ich dumm? Vor einigen Wochen auf Instagram habe ich geschrieben, dass wir eine krasse Investition gemacht haben. Oder redet Standard-Skill schneller, als er seinen Mund bewegt? 5.000 bis 600.000 Euro waren es jetzt im Endeffekt gewesen mit Zoll, Einfuhr, alles drum und dran, was wir da ausgegeben haben, Freunde, zusammen mit Lofty, und zwar, wir haben uns Pokémon-Karten Digga, geholt. 600.000 okay, jetzt haben wir diese eine Pokémon-Box, aber was hätte man sich anstelle dieser Pokémon-Box noch holen können? Ey, Standard-Skills-Mimik ist so geil. Okay, Leute, wir haben jetzt das und das gemacht. Man muss jetzt auch an der Stelle sagen, meine Mimik ist sehr, sehr krass, Leute. Es sieht so und so. Junge, Standard-Skill, wirklich Master, fucking Champion of Armwedling. Leute, wir machen es so und so und so, Digga. Philipp, ich liebe deine Gestik und deine Mimik, Bro. Man hätte sich dafür 3 Montana Black Gaming Rooms kaufen können. Digga, der Maßstab sind Gaming Rooms. Oder doch lieber 12 Bitcoins und damit Unge wegflexen können? Ja, ich weiß, Freunde, wir sind ein bisschen durchgedreht. Es ist auch nicht irgendeine Pokémon-Box, sondern es ist die First Edition Shadowless. Digga, Philipp ist wieder breit geworden. Englisch Box, Leute. Da gibt es nur noch wenige weltweit. Und wir haben eine davon bekommen. Und die war halt so extrem teuer gewesen. Und heute ist der Tag, Holze, danke schön, Bro, wo wir uns das Ganze abholen. Leute, in dieser Box, ja, kann teilweise ein Glurak drin sein, was bis zu 500.000 Dollar gehandelt wird. Also da kann das frage ich mich halt. Ist das halt wirklich wirtschaftlich? Also er hat mich auch gefragt, ob ich ein Pokémon-Pack haben möchte. Ich habe gesagt, nee, Diggi. Und er meinte so, alright, Bro, wenn du es nicht richtig fühlst, dann macht es auch keinen Sinn. Aber kann man mit der Box plus gehen überhaupt, Chat? Kann man mit der Box plus gehen? Kann man einen fetten Jackpot rausziehen? Es soll so wohl schon eine Box gegeben haben, ja, wo kann man. Okay. Drin gewesen sind. Okay, das wäre krass. So fast 1,5 Millionen. Das wäre auch natürlich ein Jackpot, Leute. Und wir werden mit diese Glück Box jetzt holen. Aber es ist halt ein Mad-Glücksspiel. Hätte man doch eher die 12 Bitcoins holen können und dann einfach 2 Jahre warten können, ne? Werden die einzelnen Packs verkaufen, falls ihr auch Interesse habt an einem Pack, Leute. Falls ihr dabei sein wollt bei dem größten Event überhaupt. Wir haben uns ein Fernsehstudio angemietet, Leute. Günther Jauch ist auch da. Da wird vor Ort ein Great. Das guckst du dir ja auch nur wegen iCrimex an. Actually nicht. Ich schaue mir das an, weil super viele Leute gestern im Chat geschrieben haben, dass ich mir das reinziehen soll. Ich hatte noch keine Zeit dafür. Einer da sein, Special-Gäste werden da sein. Alle Leute, die ein Pack gekauft haben, werden vor Ort sein und werden die Packs selber öffnen, Leute. Das Ganze wird am 16. Mai stattfinden. Zusätzlich werden wir auch alle Einnahmen, die gespendet werden an diesem Tag, an einer gemeinnützigen Organisation spenden, Leute, die Ehrenmann. Organisation etc. Das wird noch alles bekannt gegeben. Also da werden noch einige Videos. Philipp spendet dann 600.000 Euro? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, Digga? Der spendet 600.000. In Zukunft folgen. Freunde, ich bin gespannt. Wir holen jetzt die Box ab. Gucken, ob die echt ist überhaupt. 450.000 Euro werden wir jetzt bezahlen. Dies, das, Ananas. Gönnt euch das, Leute. Ich werde jetzt losfahren zu Lofty und dann geht's ab, Alter. Ach, die Subs spendet er und Donations. Ach so. Jo, okay. Leute, was geht ab? Wir sind jetzt angekommen über Crazy. Wir machen das hier heute beim Autohaus und gleich kommen die Verkäufer. Ich schwöre, Standard-Skill, einziger Mensch, der Real Talk aus, die wie ein GTA-Charakter. Und Lofty ist auch schon da, wir gehen jetzt raus, treffen uns jetzt mit Lofty. Dann bin ich mal gespannt, Leute, wenn wir mal ins Autohaus reingehen, das ist ja übelst so ein heftiges Autohaus. Ich zeige euch das mal, guckt euch das mal an. Okay, jetzt sieht man jetzt nicht so heftig, aber glaubt mir, wenn wir gleich reingehen, ganz anders. Oha, guck mal, wer da ist. Ey, wir kaufen heute Pokémon-Karten, ne? Crazy. Hast du genug Geld mit? Alles dabei. Hast alles dabei, ja? Lofty sieht auch so geil gefährlich aus. Das ist voll. Boah, sehr gut, Leute. Lofty ist natürlich auch mit am Start. Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Vor allem, man weiß auch nicht, was für Typen da so ankommen mit den Pokémon-Karten. Wir haben uns einfach hier verabredet. Ich denke, es ist ein guter Treffpunkt. Und dann gucken, ob die Pokémon-Karten nicht das uns abziehen, Leute. Überlegt mal. Wir kommen jetzt, machen Geldübergabe und sehen gefakte Pokémon-Karten. Digga, das wäre so schlimm. Hat der gerade 600k Cash dabei, Digga? Gut. LOL, auf GTA angelehnt. Oh, chillig, shit. Digga. Nice. Boah. Dickerchen, Ferraris. Bruder. Ja, Lofty.
Fiat 500. Welches Auto suchst du dir aus jetzt? Ich habe meinen schon ausgesucht. Ich habe gehört, wie... 450.000. Aber warum hat der dann hier oben 600.000 drin stehen, Chat? Mit Pokémon-Karten und dürfen uns dann hier noch zusätzlich ein Auto aussuchen. Sehr, sehr schöne Autos hier. Guckt Junge, euch das an. Ja, scheiße, ich glaube, Leute, ich hätte mal lieber so ein Auto kaufen sollen. Anstatt Pokémon-Karten. So nice. Komplett Katastrophe. Deutsche Justin. Scam? Aber mit Steuern und Zoll? Zoll! 150.000 Euro Zoll, Bro! Ey, überleg mal, wie viele Autos wir davon holen hätten können. Scheiße. Ey, lass abblasen. Lieber nicht Pokémon-Box kaufen. Meinst du? Ja, abblasen und dann lieber hier ein Auto mitnehmen, schönes. Scheiße, Mann, wenn die Box falsch ist. Da kommen welche, guck mal. Ich glaub, das sind die. Digga, den würde ich jetzt schon nicht trauen. Wer in so einem alten Dreier BMW ankommt, hat entweder Dreck am Stecken oder ist absolut korrekter Kerl. Eins von beiden. Das sind die? 7er BMW sogar. Alright, Chat, 7er. Oh, die sehen gefährlich aus. Aber das Ding ist, guck mal, das Ding ist, würde man einen Lofty über den Tisch ziehen wollen und einen Philipp? Ah, glaube ich auch nicht, Digga. Digga, ist das Drogengeschäft oder Pokémon? Junge, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also Trimax und Kevin, da konnte man ja noch drüber lachen, aber das hier sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Vielleicht sind die nicht mal echt die Karten. Ey, was macht die verfickte Kamera hier? Ja, das ist von uns, Ena. An der 5. Immer die Scheiße weg, Junge. What the fuck? Oh. Sind das Pokémon-Karten? Digga, scheiß mal auf die Karten. Habt ihr Geld dabei? Ja, klar. Hey, warum sind die so unfreundlich? What the fuck? Wollt ihr erstmal deine Spiele oder was? What the fuck? Erstmal gucken, ob die echt sind, ja? Na, okay, es ist scripted, Digga. Ich dachte gerade schon. Vielleicht kommt noch ein Experte, der guckt immer rüber. Junge, man sieht nichts. Und dann. Denkt ihr, dass wir jetzt zwei Tage hier chillen mit euch, dass ihr 100 Leute herholt? Sind die dazu oder was? Also denkt ihr, ich fahr den Weg umsonst, damit ich irgendwelche gefälschte Karten zeige? Ja, Bro, also. Wenn du halt 600.000 bekommst, Digga, weiß ich nicht. Wie viel waren das? 450.000? 450, ja. What the fuck? Habt ihr es gerade gesehen, Junge? 50.000? 450, ja. So viele 500 hat maximal Pietro Lombardi oder Montana Black in der Brieftasche. Jetzt können wir Freunde sein, Digga. Oh mein Gott, Leute. Wir haben jetzt die Box, wir machen die jetzt auf. Geil, auf die, komm, lass gucken, wir sind die an. Geil, ja, ja. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal genau die Box an, oder Lofty? Auf jeden Fall. Guck dir das an. Wollen wir so trinken? Oh mein Gott, Digga, wir haben die Box, Mann. Die 100 Box. Alter, Lofty, mach auf. Ist die noch drin? Nein. Bro, die Karten waren die dazu, oder was? Die hab ich extra gekauft. Oh mein Gott. Bro, du hast da gerade 450.000. Bro, Junge. Wir haben dafür 600.000 Euro hingelegt. Mit Zoll und alles drum und dran. Ey Leute, wir haben jetzt die Box. Ich kann es nicht richtig glauben. Das ist zu unreal irgendwie. Wir haben dafür einfach 600.000 Euro insgesamt ausgegeben. Ich check's nicht, Leute. Es ist real. Krank. So, jetzt kommt gleich noch ein Experte. Der wird das alles prüfen lassen. Die beiden, die verkauft haben, sind ja schon weg, Digga. Ich hätte doch den Experten vorher geholt, oder? Also. Dass auch echt ist. Und dass wir auch auf Nummer sicher gehen können. Lauft ihr, was machen wir jetzt mit den Boostern? Ab heute. 25.000 Euro, jedes Booster-Pack, 11 Karten, First Edition, Shadowless. Wie viel sind noch übrig? Wie viel sind schon weg? 14 sind schon weg. Oh no! Ganz vorsichtig jetzt, raff dich! Ah, Reapers, dankeschön. Raff dich! Zahlos, danke sind schon weg, Leute. Die restlichen verkaufen wir. Meldet euch bei mir und dann Abfahrt. Leute, das ist jetzt hier einfach die Box. Guckt euch das Ding an hier. Sieht ganz normal aus, aber 600.000 Euro haben wir insgesamt dafür bezahlt. First Edition, Shadowless, ganz geisteskrank. Ey, Lofty! Was denn? Hier, fang! Nee, Box nicht. Doch? Nein. Doch? Scheiße. Fang jetzt. Ich denkst, ich trau mich nicht oder was? Du hast keine Eier. Bro, what the fuck? Ist der dumm? What the fuck? Ah! What the fuck? Leute, das war natürlich alles ein kleiner Spaß. Die Box ist an einem sicheren Ort. Das Geld wurde schon überwiesen am 16. Hä? Ach Junge, okay. Wird es live aufgemacht, die Boxfreunde mit Pokémon-Experten. Das wird ein sehr, sehr großes Event. Lofty, wir alle dabei. Es wird geisteskrank. Passt.
Vielen Dank. So Leute, wir sind durch. War ein geiler Tag gewesen. War ein schöner Spaß gewesen. Hier Chris, danke fürs Filmen auch. Haki, danke. Checkt seine Klamotten ab, Leute. Geil, Mann. Für den sehr nicen Schauspielerkünste. Und natürlich unser Mann Lofty. War ein cooler Tag, oder? War geil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo. Junge, Lofty ist einfach 9,90 Meter. Schön mit dir. Wildes Video, Bro. Nice gemacht, nice gemacht. I like. Stark. Digga. Stark, Junge.